Ja, moin, liebe Urbex-Freunde, hier ist wieder euer Hospitant zusammen mit Team Urbex Discovery. Hallo! Ja, wir haben heute eine verlassene Gärtnerei für euch, die zum Schluss wohl als Flohmarkthalle genutzt worden ist. Wird mehr oder weniger eine Bilderlocation. Trotzdem lasst mal Like, Abo, Kommentar da. Wir freuen uns auf alles, was Sinn macht. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! So, viel zu sehen gibt es hier nicht, allerdings gibt es hier noch ein paar Bücher, die feine Fischküche, ja, irgendwie als Flohmarkt wurde das Zeug hier verkauft, ja, und einiges ist eben noch da. Achtung, ich überhole mal, guck, da stehen sogar die Preise hier, gebundenes Buch, sogar auf Französisch. Schade drum. Hier soll das in den Bücherschrank rein? Besser, als dass es hier rumliegt. Guck, sogar CDs liegen hier. Guck. Seelen. Konsalik. Hier kommt, guck mal, neu eingepackt hier. Guck hier. Von Anne Golon oder M. Golon. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Komplett eingeschweißt hier. Hammer hat. Das liegt alles hier so rum. Warum lässt man das alles zurück? Das Frage stelle ich mir auch. Ganz spannend. Schade drum, gell? Hier sogar Kinderbücher, guck hier. Kinderlexikon. Sogar teilweise auch Französisch. Wo komme ich eigentlich her? Aus dem feinen Hessenland komme ich her. So, hier durch die verlassenen Gewächshäuser. Gehen wir mal ins nächste Gewächshaus. Dazu können wir hier mal raus und hinten wieder ran. Das nächste Haus hier. So, hier darf ich eigentlich nicht durch, das stand jetzt da oben. Aber wir gehen trotzdem mal. Komischerweise, hier ist vieles in Französisch. Guck, sogar mit Batterie noch. Hier. Wie petit Elektrik. Hier, guck mal, Puzzle. Ein Bodenpuzzle mit Donald Duck. Für Blinde. Ja. Hier, Spiele. Kommt schon seltsam, gell? Warum hat man das alles so zurückgelassen? Schon komisch, ja. Ja, okay, dann gehen wir mal. Oder hier. Französisches Buch. Kinderbuch. Ja, ja, viele Bücher, ne? Ja. Oder auch hier Bilder. Schon komisch. Hier CDs, guck mal hier. CDs. Bald gibt es auch keine CDs mehr. Na, nur noch MP3s, ja. Ja, schon spannend, was hier mal sind. Hier ist so ein Zelt. Was gibt es hier zu sehen? Gehen wir mal ins nächste. Auch hier wieder hauptsächlich Bücher, Bilder und etwas Spielzeug. Aber es war mal viel mehr da, die haben viel geklaut. Hier Franklin. Franklin. Das sagt mir sogar was, das habe ich mal irgendwo gelesen. Hier von Düteller hier.
Fondue-Teller. Schöne Teller. Oder hier eine Chaussere hier. Oder ein ganzes Kaffeeservice hier. Alles steht hier rum. Das ist ja nicht zu fassen. So. Schallplatten. Schallplatten. Gucken. Das ist so grad, 64. 64. Wow. Wow. Fontino Rossi. 64. Aber nichts mehr drin, ja? Schade. Warum klaut einer die Schallplatten? Ja. Klaut einer die Schallplatten, lässt aber die Hülle hier. Oh Mann. Hier. Spider-Man. Ja. Die Gärtnerei ist riesig groß, gell? Nehmen wir mal ein Stück weiter. Und schauen wir, was uns hier noch erwartet. Oh, da hinten steht noch viel mehr. Je mehr, je näher wir kommen, desto mehr Zeug ist da. Ja, schon interessant. Wie bitte? Wird immer interessanter. Wird immer interessanter, gell? Ich hoffe, ihr seht es auch so, liebe Zuschauer. Vor allen Dingen sieht es schon krass aus. So wie, also alles auch zerschossen hier, gell? Alles hier schon krass. Die Leute hier alles kaputt gemacht haben, gell? So, guck mal, hier, ich komme hier, alles voll mit Zeug hier. Ja. Auch hier, guck mal, die alte Bilder. Jetzt sind wir mal alles zurücklassen nach dem Verkauf. Gell, komisch, gell? Aber wie? Hier, guck mal, hier befindet sich teilweise nagelneue Sachen. Schaut dir das mal an. Hier, nagelneue, hier vom Mini-Punch, was auch immer das ist. Mini-Punch. Oder so, ne? In so ein Tacker irgendwas, ja. Oder hier, schau mal hier. Nagelneu. Wenn du guckst, ist billig, ah, das ist billiger China, Fernost. Aber guck mal, nagelneu. Was ist denn das hier überhaupt? Was kannst du damit machen? Mit deiner Urlaub richtig gut reinpassen. Was ist das hier zum Beispiel? Was ist das hier? Cake Stamp. Also so. Kuchenstempel. Ja, du kannst. Plätzchen backen und so. Ach so. Aber hier, das ist aber wirklich das Primitivste vom Primitiven. Ja, ja, das ist wirklich, das ist. Hätte ich auch zurückgelassen. Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber es wundert mich schon, dass das Original noch eingepackt ist, gell? Und dass ich. Ja, jetzt nicht mehr, aber das kann man da irgendeiner. Hätte man machen können, ja. Auch hier dieser Mini-Punch, das ist in irgendeiner Kauf für einen Euro oder so. Die Dinger, ja, ja, das ist, weißt du, was das ist? So eine Art Schwamm, oder? Ja, so eine Art Schwamm, da brauchst du nicht so viel von dem Waschmittel, ich würde schon Spülmittel sagen. Das ist echt voll interessant hier, dass das hier alles so, ja, auch hier nagelneu, hier ein bisschen, kannst du mir gerade mal hier, tut mir mal einen Gefallen, putz mir doch gerade mal die Schuhe hier. I put on your shoes, please. Er hat sie geputzt, aber es waren Windlederschuhe. Guck mal hier, zum Schneiden vom Papier hier. Jetzt kann sich das. Lässt sich doch verkaufen. Das kann man, wenn ich das meinem Sohn erzähle, der will das haben. Das aber ich nehme es nicht mit. Das gleiche wie da drüben. Hier auch nagelneue Sachen. Nee, nagelneue Kartons. Ja, vieles hat man auch schon geklaut, aber manches wundert mich schon, dass das hier noch so rumliegt. Manche? Ja, das ist alles nur Schrott, gell? Ja. Aber das ist, man, das ist ja nicht schlecht, gell? Man, es bietet sich ja auch an, sowas, ne? Hier so eine verlassene Gärtnerei. Und dann machen wir einfach einen Flohmarkt draus. Die Tische sind ja schon da. Wir haben bestimmt regelmäßig Flohmarkt. Ja, bestimmt. Ja. Mit den Gängen und so. Ja. Guck mal, das sieht ja schon aus. Alles klar, wir machen jetzt die letzte Runde. Und dann würde ich sagen, trotz allem,
Ob das jetzt die Spitzenlocation ist oder nicht, fand ich trotzdem interessant. Ich hoffe, ihr auch. Fandet ihr es interessant? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Schreibt doch mal rein, hat euch die Location gefallen? Oder wünscht ihr euch was Bestimmtes von mir oder von uns? Sollen wir irgendwas besuchen, irgendwas anders da machen? Was gefällt euch nicht? Könnt ihr auch dieses Jahr gerne mal mit uns reden? Was möchtet ihr gern? Es wird auch demnächst mal einen Livestream geben mit Team Urbex Discovery. Das gibt es jetzt auch mal demnächst. Ein Livestream, wann, wissen wir noch nicht. Geben auf jeden Fall bekannt. Sind halt alle berufstätig, da ist das immer etwas schwierig, aber nicht unmöglich. In diesem Sinne, Like, Abo, Kommentar da lassen. Ich freue mich auf alles, was Sinn macht, und bis zum nächsten Mal. Ciao.